alle, Beruhigung brauchen wir alle und Schutz sowieso. Also wir haben jetzt erstmal für Sie die Tagespflege oder die Tages- und Nachtpflege sozusagen. Und jetzt kommt hier für Sie noch einmal, ach, erst der Toner, okay. Jetzt kommt der Toner. Der hat auch, ja, also der muss ich sagen, gehört jetzt zu meinem absoluten Liebling. Ich bin generell ein Fan davon, wenn hinterher so die Haut, wenn ich mich jetzt auch abends, wenn ich nach Hause komme, abschminke. Ich nehme immer einen Toner, weil ich das so herrlich finde, dass die Haut noch mal so, als wenn man den Tag so abstreifen würde. Ne? Jetzt einmal bitte aufmachen. Ich habe frisch manikürte Fingernägel. Jawohl, dann übernehme ich das sehr Dankeschön. Gerne. Dass man so den Tag quasi abstreift, dass man den Tag so, ja, wie soll ich das sagen, irgendwie so hinter sich lässt. Und harmonisiert noch mal alles irgendwie. Und Toner finde ich immer die perfekte Erfrischung. Na klar, wir haben jetzt hier bei uns im Studio relativ viel Make-up drauf. Und natürlich ist es auch, wenn man dann so nachpudert, nach so ein paar Stunden auch immer ein bisschen mehr. Wenn das so runter ist und man dann mit dem Toner nachgeht, ist das für mich noch mal so ein Durchatmen. Und der gefällt mir extrem gut. Der ist so unglaublich energiegebend. Mhm. Und vor allem, ich fühle so hinterher bei der Haut, denke ich mir immer so, ganz weich, ne? Wie geschmeidig. Das ist auch tatsächlich, das kann man in der Flasche ganz gut sehen, so eine leicht milchige Flüssigkeit. Der ist nicht flüssig, der ist ein bisschen geliger. Der ist ein bisschen geliger. Und das heißt halt, das ist wirklich so wie die erste Stufe schon zur Pflege. Der ist unheimlich feuchtigkeitsspendend, hat auch einen ganz tollen aquatisch frischen Duft. Ich liebe immer, wenn dieser Duft sich so im Badezimmer ausbreitet. Und man sieht, da sind so kleine Kügelchen drin. Die zerplatzen beim Auftragen, egal ob man es mit dem Wattepad aufträgt oder man kann das auch gerne einfach so in die Handflächen geben und dann wirklich großzügig einpattern in die Haut. Ich mache es jetzt nicht, weil ich geschminkt bin. Unheimlich erfrischend, beruhigend und das sorgt schon für so eine ganz weiche, kuschelige Haut. Und man eine picobello saubere Haut. Super sauber, ganz pointiv, beruhigt. Ne? Also auch so kleine Rötungen verschwinden sofort, wenn man schon mal so kleine Reizungen hat. Und es sorgt schon dann für eine wunderbare Ausstrahlung. Also ich habe den auch verwendet und bin dann so aus dem Bad so rausgetappert irgendwie ins Wohnzimmer. Und mein Freund hat gesagt, oh, so. Und ich habe gedacht, ach, schau mal an, guck mal hier. Wird das sogar bemerkt. Ja. Diese Wunderwaffe heißt ja auch Leuchtkraft, Radiance. Genau. Also ihre natürliche eigene Haut wird nochmal zum Strahlen gebracht. Ihre Haut bekommt nochmal so einen extra Glow, so einen extra Boost. Und vor allem, was ich so herrlich finde, die bekommt noch so diese eigene kleine jugendliche Frische. Das wäre, wenn Sie ein kleines Extra sich aus einer Marke heute sichern wollen, die Sie noch nie hatten. Das wäre dann mein absoluter Tipp, weil mit einem Toner kann man nichts verkehrt machen. Man kann aber mit dem schon mal merken, was Toner und Toner bedeutet. Es gibt, ich sag jetzt mal so, den Rotwein und es gibt den Rotwein. Und da haben Sie einfach nochmal den Benefit obendrauf. Die Haut ist hinterher butterweich, streichelzart, aufnahmebereit, die fühlt sich gut an und der Duft auch ganz klar, ganz rein. Wir reden hier von sauberer Kosmetik. Absolut, in jeder Hinsicht. Also wir haben wirklich sauber im Sinne von rein, was wir schon erwähnt haben, diese geballten Inhaltsstoffe, keine Füllstoffe etc. Und es wird eben komplett auf alles verzichtet, was wir in moderner Kosmetik unter dem Nachhaltigkeitsgedanken